Die letzte Mission dieser Kampagne setzt uns gleich 3 Kolonien des Dunklen Volkes vor. Soviel ich weiß, gibt es keine andere offizielle Karte mit mehr als 2. Früher galt diese Karte wohl als eine der schwersten, aber seit Schamanen nur noch begrenzt versklaven können, ist sie eigentlich nicht besonders schwer. Ähnlich wie in Dark 12 sind auch eure Verbündeten mal wieder anwesend. Gewöhnt euch aber nicht an die Präsenz der Mayas, da sie nach etwa 10 Minuten einem geskripteten Angriff zum Opfer fallen werden. Die Wikinger sollen euch laut Skript tatsächlich nach knapp 3 Stunden helfen. Leider war dem Map-Designer wohl nicht klar, dass die KI das dunkle Volk nicht angreifen kann, selbst mit Skriptbefehl. Ihr müsst also wieder alles alleine machen. Der Berg im Norden enthält alle Erze. Solltet ihr mehr Kohle benötigen, findet ihr davon jede Menge südlich der ehemaligen Maya-Siedlung. Im Laufe des Spiels könnt ihr euch vielleicht auch noch die Rohstoffe im ehemaligen Gebirge der Mayas sichern. Der Hügel, auf dem eure Burg steht, ist zumindest vorerst der einzige Ort, an dem ihr Wein anbauen könnt. Wenn ihr also vom Tempeltrick Gebrauch machen wollt, reißt ihr sie besser ab. Auf Normal habt ihr 55 Minuten, bevor ihr mit dem ersten Angriff rechnen müsst. Auf Leicht habt ihr 100. Da der geskriptete Angriff gegen die Mayas aber nicht unbedingt sauber verläuft, wird sich das dunkle Volk mit etwas Glück die ersten 1-2 Male mit den übrigen Siedlern der Mayas zufrieden geben. Die nächstgelegene Kolonie greift zum Glück über eine recht leicht zu verteidigende Landbrücke an, die anderen beiden vom Westen und gelegentlich vom Norden. Die westliche Grenze ist etwas schwierig, da es zwar geeignete Sümpfe zur Verteidigung gibt, der genaue Angriffsort des dunklen Volkes aber variieren kann. Generell solltet ihr im Laufe des Spiels die Maya-Siedlung übernehmen, um die dortigen Rohstoffe zu nutzen und das dunkle Volk einzuschränken. Es könnte sich sogar lohnen, eine komplette zweite Wirtschaft aufzubauen. Unabhängig davon kann hier eine Mauer aus Burgen dabei helfen, zumindest den Großteil der feindlichen Angriffe abzuwehren. Während ihr verteidigt, ist die Kolonie zwischen euch und den Wikinger aber euer erstes Ziel. Dort könnt ihr bei Bedarf auch die Mana-Produktion erweitern. Danach könnt ihr so lange eure Streitmacht und eure Siedlung aufbauen, bis ihr euch sicher seid, in die Offensive gehen zu können. Mit dem Tempeltrick könnt ihr euch die Jagd nach dem Pilzfarm sparen, die durch die Anwesenheit mehrerer dunkler Völker komplizierter werden kann. Zwar scheint das Spiel zu versuchen, die Pilzfarm einer jeweiligen Kolonie nur in dessen Gebiet zu spawnen, aber da sich die Kolonien streng genommen ihr Gebiet teilen, funktioniert das nicht immer. Sobald alle 3 Tempel zerstört wurden, habt ihr die Kampagne geschafft. Und dabei ein komplettes Volk ausgerottet.